Ja, erste Mission geschafft. Ich sagte ja, die wird etwas stressiger. Die nächsten Missionen dürften etwas ruhiger werden. Also, nächstes Szenario. Vielleicht bedurfte es wirklich nur dieser Mission, um Poseidon zu besänftigen. Piraten! An Backbord! Und uns zu Kamos zu bringen. Bogenschützen! Fertig machen zum Kampf! Sie werden dafür zahlen, Poseidon beleidigt zu haben. Und Atlantis. So, gut. Prostagma, Prostagma. Das Transportschiff brauche ich eigentlich nicht mehr. Kann ich aber zur Wassererkundung benutzen. Ich schicke jetzt erstmal drei zum Sammeln. Obwohl, ich sollte sie ja zum Häuserbauen schicken. Malista. Vulome. Vulome. Esto. Prostagma. Prosiche. Vulome. Ihr könnt danach weiter sammeln. Lege. Vulome. So, das ist. Pani. Vulome. Das ist mein Kataskopus, mein Speer. Vulome. Lege. Orthos. Den kann ich ein bisschen benutzen zum Insel aufklären. Und ein paar Schweine in meine Gegend zu bringen. So. Dann kann ich hier oben den Köder platzieren. Der zieht Tiere an. So. Errichten wir mal hier ein Lagerhaus. Das ist der kürzere Weg, um Gold und Holz zu sammeln. Also da müssen sie nicht mehr immer zum Dorfzentrum zurücklaufen. Vor allem Gold ist wichtig. Du baust mir einen Hafen, damit wir Schiffe herbeiholen können. Wie man sehen kann, Fische sind eine unendliche Nahrungsquelle. Allerdings haben sie halt den Nachteil, dass nur ein Schiff, glaube ich, dran ankern kann und fischen kann. Und dass sie langsam sind. So. Das heißt, wir machen hier irgendwo an der Engstelle hier. Dicht nachher. Und bauen zwei Türmchen oder so auf. Oh, vor hier wäre noch Gold. Aber Risiko eingehen ist immer so blöd. So, machen wir noch ein paar Dorfbewohner, dass ich mir bauen kann. Und mal zwei Schiffe. Und genau das meine ich. Das heißt, wir nachher da dicht. Und dann ist das gut. Als nächstes brauchen wir einen Tempel, am besten hier hinten irgendwo. So, die haben meinen Speer erledigt. Das heißt, von da hinten könnte demnächst ein Angriff kommen. So, wir können uns ja mal kurz die Ziele ansehen. Da waren sie ja. Schreiten Sie zum klassischen Zeitalter voran und erkunden Sie die Insel. Denken Sie daran, dass Sie zuerst einen Tempel errichten müssen, bevor Sie zum klassischen Zeitalter voranschreiten können. Sie sind noch nicht stark genug, das Lager der Piraten anzugreifen. Schwerpunkt griechische Infanterie. Griechische Soldaten sind sehr kampfstark, aber auch kostenintensiv. Die Infanterie der Griechen wird in der Militärakademie ausgebildet. Das Herzstück der griechischen Infanterie bildet der Hoplit. Er ist stark im Kampf gegen Kavallerie und Gebäude, jedoch schwach gegen Bogenschützen. Der Hypaspist ist eine Spezialeinheit, die sehr effektiv gegen andere Infanterieeinheiten kämpft, jedoch schwach gegen Bogenschützen und Kavallerie ist. So. Hier wollte ich dicht machen, habe ich gesagt. Auch wenn die Mauer etwas komisch aussieht. Dann machen wir etwas weiter hinten dicht. So, hier. So, und wir haben einen Hippocampus. Dank Poseidon dürfen wir den herbeirufen. Das ist ein Meereserkunde. Und wir haben unsere beiden Schiffchen. Unsere Fischerboote. Sehr gut.
So, euch schicke ich Holzrücken. Und dann erstmal noch 3 Bauern. Und dann Theseus als zusätzlichen Helden. Also Griechen können spezielle Helden, also Helden mit Namen herbeirufen. Während andere Völker andere Helden haben. Das sehen wir aber dann nachher noch. So, wir haben einen Tempel, an dem gebetet wird. Für den sollten wir dann aber auch was bereitstellen. Wir könnten dort einen Pegasus rufen als Ersatzspeer, was eigentlich ganz praktisch ist. Aber brauchen wir es erstmal nicht. Wir bräuchten eigentlich jetzt mal das klassische Zeitalter, was wir auch gleich erreichen können. So. Ja, wie gesagt, das Ding zieht Tiere an. Wir werden uns jetzt aber erst einmal um die Kleintiere kümmern, deswegen baue ich hier einen Kornspeicher hin, also um die Hühnchen. Die Schweine behalte ich auf, weil die werden halt fetter mit der Zeit, in der sie essen. Und ich glaube, das war ein Dorfbewohner zu viel. Oder sogar 2 zu viel. Dann warte ich mal, bis sie die maximale Anzahl an Essen gesammelt haben. Dann lasse ich sie beten. So. Die beten jetzt für Gunst. Und hier könnten wir eigentlich Dorfbewohner sammeln. Das Fleisch erlegt Tiere schneller. Und Tiere werden schneller gemästet. Ja, das können wir erforschen. Und dann schreiten wir mal ins nächste Zeitalter voran. Und zwar nehme ich am liebsten Aris, gerade wegen den Zyklopen. Die sind nämlich böse. Und weil wir hier die Hopliten und die Toxoti verstärken können. Gott der Schlacht. Erhöhen Angriffsstärke von regulären Soldaten. Hermes wäre für Kavallerie gut. Da ich aber so gut wie die Kavallerie benutze, ist er eigentlich nicht so toll. Lieber das hier. Da kriegen wir die Pest. Was zwar nicht so viel bringt, da es nur die Ausbildung von Militäreinheiten verhindert. Aber dann hat der Gegner halt nicht so die große Chance, zusätzliche Truppen anzufordern. So, hier bauen wir dann mit ihm 2 Türme hin. Dann ist die Seite sicher, sobald wir die Mauer ausgebaut haben im nächsten Zeitalter. Ihr geht am besten mal hier hin, falls die Mauer angegriffen wird, könnt ihr von hinten drauf schießen. Ja. Und die beiden Sachen können wir eigentlich auch noch erforschen. Bessere Wirtschaft. Mehr können wir ja im Augenblick auch gar nicht machen. Ich kann halt noch meine... So, meine Häuser aufstocken. Irgendwie fehlt mir ein Holz... Ne, ich hab 4 Holzfäller. Und ich bin im nächsten Zeitalter sehr gut. Bilden Sie eine Armee aus und zerstören Sie das Dorfzentrum der Piraten. Das ist hier oben. Wie man sehen kann, ist es ein ägyptisches Dorfzentrum. Aber jetzt ist es erstmal wichtig, dass wir 2 oder 3 Abwehrtürme aufstellen. Und dazu brauchen wir erstmal mehr Holz. Also kommen wir, holen wir uns noch 2 weitere Dorfbewohner. Nahrung haben wir erstmal genug. Wir haben ja noch Hühnchen. Danach erlegen wir das Wild und dann die Schweine. Ah, und wir könnten den Flug erforschen, aber im Augenblick brauchen wir das Holz. Ich kann hier für Nahrung und Gold die Welle verbessern. Das mache ich mal, dass sie hier hinten nicht so leicht durchbrechen. Und baue hier jetzt erstmal einen Wachturm hin. Über den grade ich dann die Wachtürme ab, weil im Augenblick ist es nur ein Abwehrturm. Ah, der macht auch schon Schaden, gut. Na gut.
Wir haben Pest und wir können jetzt hier die Zyklopen anfordern. Die werfen halt Gegner auf andere Gegner. Und da oben ist noch ein Schwein gewesen. Sehr schön. Noch mehr Schweine. Gucken wir uns noch ein bisschen um. Dann könnten wir jetzt hier theoretisch auch noch Netze verbessern. Erhöht die Sichtweite einer Gebäude. Ne, Feuerkraft ist erstmal wichtiger. Also schicke ich die beiden mal zum Holzfällen. Und grade den Turm ab. Dann kann ich die Toxoti nämlich hier hinten mal abziehen. Der eine Turm dürfte nämlich erstmal reichen. Und wir haben auch genug Schweinchen. Gut. Ich könnte die Holzsäge erforschen, dass wir schneller an Holz kommen. Und ich könnte meine Gebäude ver... Oh, da ist ja schon der gegnerische Angriff. Ihr verkrümmelt euch mal da rein und verstärkt die Feuerkraft meines Dorfzentrums. Hört auf, meine Schweine zu schlagen. Okay, das Schweinchen muss jetzt dringend gesammelt werden. So, das heißt, einer sammelt Schwein. Die anderen gehen jagen. So. So, ein paar Schleuderkämpfer, die sind nicht ganz so heftig. Und hier noch ein Wachturm. Am Anfang haben wir wenigstens noch die ruhige Zeit, uns vorzubereiten und zu verteidigen. Und du baust mir jetzt eine Kaserne. Wir brauchen nämlich eine Kaserne, einen Schießstand und eine Schmiede. Die Schmiede können wir hier hinten irgendwo bauen, damit wir Verbesserungen kaufen können. Felder brauchen wir im Augenblick keine. Wir haben nämlich hier noch nicht die Felderverbesserung. Die sollten wir auch mal machen. Und wir sollten die Zyklopen verbessern. Genau, dann werden Zyklopen nämlich schneller ausgebildet und richten mehr Schaden an. So. Hopliten erstmal weiterentwickeln. Angriffsstärke von Hopliten erhöhen ist auch keine schlechte Idee. Und wir kriegen Nahrung, sehr schön. Binden wir mal einen Zyklopen aus als kleine Kampfunterstützung. Wobei wir auch eher Hippolyte ausbilden sollten. So, du gehst wieder zum Holzhacken. Beziehungsweise kannst du auch hier hinten Holzhacken erstmal. So. Wir haben einen Zyklopen, wir haben... wieder Arbeitslose. Gut, wird Zeit, dass wir mal ein paar Hopliten raushauen. Und die Nahrung wird langsam ein bisschen eng. Verbessern wir mal unsere Fischkutter und holen uns noch einen dritten, weil hier ist ja noch ein Fischvorrat in der Nähe. Also eine ein Flussbarsch. Ja gut. Drittes Zeitalter können wir nicht, das heißt wir müssen im zweiten bleiben. Reicht aber auch eigentlich. So. Eine Schmiede wollte ich noch bauen. Und da ist unser nächstes Schiff. Übrigens fällt mir gerade so ein, wir hätten auch einfach hier die Schiffe hier an die Küste stellen können.
Die passen dann eben auch mit auf, dass da nichts durch die Verteidigung bricht. So.